Okay, also zunächst mal hängt das Studium und die nach und nach wachsende Neigung zur Filmregie überzugehen eigentlich nicht zusammen. Was ich mit großem Interesse gemacht habe, ist das Studium bei Ernst Bloch, Meyer und anderen Leuten auch anderen sogenannten bürgerlichen Kapazitäten. Das hat mich diese wenigen Jahre nach dem Krieg, als das geschah, sehr beeindruckt. Also ich bin heute noch Korff und Frings und auch Hans Meyer eigentlich richtig, ich bin von ihnen geprägt worden und das geht vielleicht auch, wenn auch verdeckt, über in den Wunsch, Filmregie zu studieren. Nach dem Studium, wenn ich das so lange ausführen darf, nach dem Studium war ich Verlagslektor. Das war ein Jahr, das hat mir vielleicht nicht genügt oder es schien mir nicht das zu sein, was ich möchte. Und habe dann mich bei der DEFA beworben als Journalist, eigentlich als Schreiber und Drehbuchschreiber und habe mit einer Akribie, die ich selbst an mir ein bisschen fremd finde, Folgendes getan, nämlich innerhalb von 4 Jahren, das Handwerk des Regisseurs von Grund auf zu lernen, also wie ein Schnitt geht, wie ein Drehbuch entsteht und alle diese Dinge, die ganz thematisch nichts mit dem späteren zusammenhingen, habe ich durchexerziert, bis ich an eine Stelle kam, als ich ein Drehbuch geschrieben habe, Lotz Weib hieß das, glaube ich, ja doch schon. Und der Filmdirektor sagte, dreh doch mal, damit wir eine kleine Ahnung haben von dem, was ihr macht, dreh doch mal ein 14 Tage oder einen kurzen Abriss von diesem ersten Film von deinem ersten Filmdrehbuch, Lotz Weib. Und das habe ich gemacht und habe mir gesagt, ich kann aber eigentlich nur gewinnen, wenn ich alle Mittel, die der Film braucht, benutze. Ich habe also den Ton beauftragt, den Ton zu machen, habe die Lichtregie richtig durchexerziert und habe dann 50%, etwa 50% dieses Drehbuchs, was ich selbst geschrieben hatte, zu drehen. Und es ist das Merkwürdige passiert, oder auch nicht Merkwürdige, dass die Direktion und die anderen geladenen Gäste sagten, ich will mal so sagen, sie kamen mir ein bisschen auf die Sprünge, dass ich so viel gedreht habe, dass das eigentlich kein Zurück mehr gab. Und als diese Filmproben vorgeführt wurden, sagte mir dann der Direktor, wie viel hast du gedreht? Und ich sagte, etwa 40%. Und ich will es nochmal betonen, ein Außenseiter, der in diese DEFA eintrat. Und darauf sagte der Direktor, und ich bin ihm heute noch dankbar dafür, dann dreh mal den Film zu Ende. Und so bin ich eigentlich zur Filmregie gekommen, über ein vorher stattgefundenes Ausprobieren und auch von einer Kritik der Leute, die das sahen. Und so konnte ich also, sagen wir, alle anderen Filmschulen eigentlich vermeiden. Ich habe also Germanistik und andere Sachen studiert, sogar ein bisschen Medizin. Das hatte ja mit Kino nichts zu tun, aber ich hatte später eben diese Zeit, 4 Jahre lang, und das ist sehr, sehr lange für einen jungen Menschen, 4 Jahre lang zu studieren, wie der Schnitt geht und alles das Handwerk, was dazu gehört. Und so kam ich dann auch gewissermaßen zum nächsten Film und dann lief die Geschichte eben über 20 Jahre ab. Wie war das damals, als Sie mit verschiedenen Leuten von der DEFA arbeiten mussten? Waren Sie ein gutes Team oder haben Sie gut zusammengearbeitet? Gab es da immer welche, die sich da Wir haben einschätzen? eben, ich kann das nicht anders sagen, wir haben mit den einzelnen Sparten, die das braucht, also ob das Schnitt ist oder das Licht und alle diese Dinge, auf eine enorme, gelassene Weise zusammengearbeitet. Ich war ein Neuling und es gab eben im ganzen Team auch Leute, die sehr interessiert waren, wie wird das der denn machen, wenn er das wirklich durchhält, 4 Jahre lang das Handwerk zu erlernen.
Und da möchte ich darauf schon abheben, dass jemand, der das Filmhandwerk, also wie das geht, einfach wie das geht, wie man Befehle geben kann und sagen, du musst jetzt Folgendes tun, nicht die Schauspieler so zu translieren, aber die ganze Maschinerie, die das braucht, einen Film zu drehen, technisch. Das war das war vielleicht der Volltreffer. Ich habe das fehlerlos gemacht und der Film wurde aufgeführt, er hatte Erfolg. Und so bin ich eigentlich in dieses Filmhandwerk außerhalb, ein Außenseiter, Regisseur geworden. Wir mussten erst am Anfang Ihre Drehbücher irgendwie genehmigt werden von irgendeinem Komitee oder konnten Sie einfach machen, was Sie Ich wollten? war natürlich vorher nicht nur jemand, der das Filmhandwerk erlernte, sondern ich war Drehbuchschreiber Genau. und habe also Drehbücher geschrieben und habe auch dieses Drehbuch geschrieben, das ich dann später verfilmt habe. So ist es eigentlich ein langsames Hineinwachsen in das Handwerk gewesen. Und ich will es nicht übertreiben, aber es ist genauso wertvoll gewesen, wenn nicht wertvoller, als wenn man zur Filmhochschule gegangen wäre, wo man vielleicht auch andere Dinge lernt, die man einfach nicht braucht. Ich habe Dinge gelernt, die ich brauchte, um einen Film zu drehen, um das Team in den Griff zu kriegen, um das Licht zu bestimmen. Alle diese Dinge konnte und musste ich selber machen, unter den kritischen Augen der Leute, die das auch, natürlich gab es auch Missgunst, die sagten, ja, mal sehen, ob er sich verhaut oder ob er das macht. Es ist gelungen, das ist, war Gottes Wille. Ja, es ist ja in Ihrer Biografie auch drin, dass Sie sehr zensiert worden sind von der Regierung und dass Sie doch im Prinzip auch wirklich die Nase voll hatten. Sie haben also sehr kritische Filme gemacht und die wurden dann auch verboten. Ja? Aber Das ist eine Geschichte, die Sie erzählen ist, wie haben Sie sich damit zurechtgefunden? ja, Sie So? erzählen ist ja ganz richtig, aber das ist eine Geschichte, die ich in dieser langen Zeit dann danach habe ich schon eine andere Stellung dazu bekommen. Einmal habe ich mitbekommen, dass also auch in anderen Filmwerkstätten eben Leute abgesetzt werden. Also ich meine jetzt nicht DEFA, sondern in der ganzen Welt. Und das Handwerk kolossal schwer ist und dass man, wenn man Glück hat, durchkommt oder wenn man sehr gut ist. Ich hatte nicht den leisesten Widerwillen, etwas zu lernen, weil ich wusste, ich muss für das Kinohandwerk etwas lernen. Und so ist das geschehen. Ich kann das im Einzelnen nicht richtig erzählen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich wusste, bevor ich drehte, was ein Schnitt ist. Und ich wusste, bevor ich drehe, wie man eine Szene baut. Und all diese Dinge, die man ohne dies Wissen um diese Dinge man ja nicht drehen kann. Und ich hatte den, wenn Sie mir das erlauben, soll nicht großartig klingen, ich hatte den Zuspruch und die Zuwendung von dem ganzen Team. Das sind auch also einfache Arbeiter dabei oder Beleuchter oder alle diese Dinge, die haben mir Mut gemacht und ich höre immer noch den Kleiner, mach mal, du machst das schon. Ne? Und so war das ich weiß es nicht, es waren glückliche Stunden. Es war eine tiefgehende Arbeit, ganz anderer Art, wie ich es vorher kannte, das Filme machen. Also in den 60er Jahren haben Sie ja, 65 haben Sie ja Ja. gemacht, wenn du groß bist, wie der Ja. Adam, und der wurde eigentlich nie gezeigt, ne? In Ja, der. ich bin, wie gesagt, im fortgeschrittenen Alter wird man etwas milder gegenüber diesen Kollegen. Die Filme, man kann es nicht anders sagen, der Zensur anheimgefallen sind, das wurde auch von anderen wieder revidiert und die wollten das dann wieder nicht so ge gewollt haben. Ne? Und ich glaube, dass ein Film, ich sage es ganz vorsichtig, will es mit großer Vorsicht sagen, wenn man Filme dreht, werden immer irgendwelche Filme rausgeworfen aus dem Team. Und werden sogar untersagt oder Filme werden abgebrochen. Und ich hätte eigentlich, wenn es mir geschehen wäre, nichts anderes erlebt, als das Filmhandwerk sowieso Leute wegtut, wenn es nicht passt und wenn es nicht klappt. Ne? Also ist mein Groll, der jahrelang andauerte, ich muss es schon ehrlich sagen. Und das große Wehgeschrei, warum hatte ich so furchtbare Funktionäre, die mir in den Stil reinredeten oder in meine Freiheit beschnitten, das relativiere ich sehr, so alt ich jetzt bin.
Es war ein mehr ein Akt des Lernens, des sich Verteidigens und des Mutes und auch des Übermutes, das muss ich sagen. Ich hatte Glück. Ende der Durchsage. Wie war das Gefühl, also als Sie dann, wenn du groß bist, Lieber Adam, dann 1990 gesehen haben? Ja. So für Sie muss es doch eine ganz tolle. Ja, nein, es ist ganz wahnsinnig gewesen. Der Film war wirklich auf Eis und man konnte auch mit, ich war mit der Schnittmeisterin sehr vertraut, aber wir haben uns nicht gewagt, in den Keller zu steigen und die Filmruine zu holen und mal einzulegen. Okay. Es ist, als ich den, Sie wissen die Jahreszahl viel genauer, wann war es? Von 1990 her kam der. 90 bin ja. Ich nach in die Schweiz gefahren zu einem Festival und dort wurde wenn du Adam, lieber Adam, groß bist, wurde vorgeführt. Und ich habe heute noch diesen zitternden Schreck im Magen, als ich wusste, ich mache einen Film, den ich fast fertig gemacht hatte, nicht ganz, der aber jetzt über fast 20 Jahre alt ist und ich musste es morgen in der Schweiz im Kino sehen. Und das war ein Schock, der war riesengroß. Aber die Leute haben sich schief gelacht bei der großen Stelle, wo jemand sagt, und ich will Ihnen sagen, warum manchmal Filme in bestimmten Situationen geschnitten wird. Und da hatte der Film eine Riesenlücke und es waren die Drehbuchseiten eingeblendet und gedreht hätte ich, wenn die frei gewesen wäre, folgendes Dings. Dieser Adam weiß, wenn jemand lügt, schwebt er in die Luft und er hat den großen Gedanken, eine Armeekolonne anzuleuchten und sie würde also in die Luft schweben. Und darauf habe ich die Äußerungen der Mächtigen schon akzeptiert. Da muss ich vor Übermut nicht bei Sinn gewesen sein. Denn das hätte auch, aber die Drehbuchseiten existierten wieder, hatten die Leute, die den Film in der Schweiz zeigten, diese Drehbuchseite eingebaut. Ich habe das vorhin nicht richtig gesagt. Und es war ein Riesengelächter und es war alles vergeben und alles gut. So, trotz nach 20 Jahren ist der Film wirklich noch so gut angekommen. Ja, er hat eben nur eines nicht gehabt und das ist das ganz Schlimme. Er hatte nie ein Publikum. Nach 20 Jahren hat man kein Publikum mehr. Nach 20 Jahren hat man vielleicht ein paar Interessenten, die da das ansehen. Aber die Zeit war durchgerauscht. Ne? Und das ist schon etwas schwieriger. Ja, welche Thematiken haben Sie denn also am meisten interessiert? Also worüber Sie schreiben wollten und worüber Sie auch Filme machen wollten? Von Ihrer Biografie her zeigt sich, dass Sie sich sehr mit den Weltkriegen beschäftigt haben. Und ist das, Ich habe vielleicht zweierlei zu tun gehabt. Einmal zu lernen, wie Film geht, zu lernen, wie ein guter Film geht und welche Strapazen es sein müssen. Und das Kindheitstrauma, ich kann es nicht anders nennen, ich hab das damals nicht so benannt. Mein Großvater war vor Verdun gefallen. Mein Cousin war im Zweiten Weltkrieg gefallen und mehrere Leute aus der Familie wurden weggeschossen. Und das hat mich schon stark berührt. Und als die Frage kam, möchtest von Leuten, die einfach denen meine Filme gefielen, wie von dem Herrn Kamnitzer, einem Funktionär, willst du Erziehung von Verdun machen, von Arnold Zweig? Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aus diesen Gründen, die ich jetzt ein bisschen mehr ausgelegt habe, ich wollte etwas gegen den Krieg machen. Und wollte nicht als großer Held da stehen, ich habe einen Antikriegsfilm gemacht, sondern ich wollte wissen, wie ging das damals, wo deine Cousins fallen und deine Brüder und alle diese, so war das. Mein Bruder war sechs Jahre im Pazifik, in der Nazi-Armee. Alle diese Dinge haben mich auch eingeholt. Also war das Filme machen und den Krieg zu brandmarken war eins.
das und ich habe auch dann mehrere Themen dieser Art gemacht und habe das nicht bereut. Ich habe ja nicht nur Junge Frau von 1914 gemacht von Arne Zweig, sondern auch seinen zweiten Roman Erziehung vor Wörter, also die große Wörter-Tragödie. Und sie lief, mein armer in der DDR werkender Mann hat den einmal einem Franzosen, oder wie das war, weiß ich gar nicht mehr genau, Erziehung von Verdun gezeigt, diese große Schlachterei und diese großen Kriegsgräuel. Einem Franzosen gezeigt. Ich bitte, glauben Sie mir, ich war dann irgendwann in Frankreich, weil ich das durfte, und da sagte jemand, du musst ja Geld wieder haben. Ich sage, ja, wieso? Ich habe fast kein Geld. Nein, morgen spielt doch der französische Sender der Krieg ist wieder im und so erfuhr ich, das gehört zu den Dingen, die man gar nicht richtig glauben will, wenn man es so erzählt, dass in Paris ein großer Film von meiner Wenigkeit lief, aber sie hatten es nicht bezahlt, ne? Sie mussten es nicht. Und die DDR-Funktionäre hatten diesen Film sehr teuer an die Cinema Paris vertan. Und ich habe, also, ich bitte Sie, ich stand ich will es nicht lange erzählen, aber an der Côte d'Azur, und Leute sagten, Sie haben doch jetzt das große, und ich sage, ich habe keinen Pfennig. Ne? Das war ja so, man konnte ja überhaupt nie etwas behalten. Das waren diese großen Widersprüchlichkeiten. Natürlich bin ich niemand, der gegen die Tatsache, dass mir Funktionäre mit viel Geld und viel Aufwand und mit viel Vertrauen diese großen Kriegsfilme, Erziehung von Verdun und Die junge Frau von 1914, drehen ließen, war natürlich für mich schon so ein Wunderwerk, dass ich also dummerweise, heute würde ich anders reagieren, habe ich nicht darauf gepocht, und ihr könnt es nicht in Frankreich verkaufen. Und ich stehe hier da am Strand und bin halb nackt. Aber es war auch eine Erziehung, glaube ich. Ich habe es nicht bereut und nicht. Ich konnte ab da eigentlich drehen, was ich wollte. Rede ich einem anderen Kollegen nach. Als der Verdun-Film durch die halbe Welt ging, hatte ich ein Tor aufgestoßen. Ich war auf alle Fälle in Europa, nicht in Amerika. Das habe ich immer angesehen als etwas, was außerordentlich ist und auch außerordentlich bezahlt wird, indem man mich es machen ließ. Weil Sie einen Namen in Europa hatten. Ja, deswegen konnten Sie diese Filme machen. Ja, nein, natürlich. Und ich war einer der wenigen, der nach Paris fahren konnte und in diese großen Museen ging. Und ich konnte mir Filmmaterial ausdenken. Und das hat die DDR-Truppe auch bezahlt. Das war schon ein Privileg, von dem ich heute mehr Respekt habe als damals, ehrlich gestanden. Gerade in den 70er Jahren zeichnet sich doch aus, dass Sie viele, wie Sie schon gesagt haben, Romane von Arnold Zweig oder auch von Thomas Mann verfilmt haben. War das mehr so ein Weggehen von den kritischen Filmen? Warum haben Sie sich auf Romane konzentriert? Ich glaube nicht. Natürlich spukte in mir immer wieder diese Antikriegswut, ne? und vielen Gefallenen, die man in der Familie hatte, das war das eine. Und das andere war, dass eben, ich glaube, durch die Lektüre, auch durch die, was man so an der Universität las, man las eben auch Bücher und unter anderem, also Leute, auch Antikriegsromane, die selbst in der DDR verboten gewesen wären. Ich kann eigentlich nur dankbar sein. Ich kann nicht sagen, ich hatte ein schweres Leben, ich konnte drehen. Ne? Und war, wenn Sie mir das erlauben, geachtet. Was waren Ihre publikumsbeliebten Filme in den 70er Jahren? Die großen Kriegsfilme konnte man natürlich in Serie nicht weitermachen. Ich habe das jetzt schon aufgegeben und hatte dann doch das Glück, auch mit anderen Schauspielern Filme zu machen, wie Lutz Weib oder sowas, mein erster. Die Filme mit Jutta Hoffmann, die man machte. Und ich schwenkte dann schon langsam rum zum Liebesfilm oder zum leichteren Milieu. So ging das halt.
Zum Beispiel die dritte, ne? Der dritte und andere Filme auch noch. Das waren eben auch große Kinoerfolge. Und es waren auch Filmerfolge, die auch nicht verhehlen, dass da jemand mit anderen Mitteln arbeitet, als es das Ufa-Kino, das immer noch in der DVH rumspukte, gemacht hatte. Ne? Ich hatte einen anderen Stil. Das jetzt zu beschreiben, ist schwierig. Vielleicht sehen wir das irgendwann mal. So war alles in allem gut. Es war ja noch ein anderer erfolgreicher Film, Blutsbrüder, ne? In den 70er Jahren. Bitte, welcher? Blutsbrüder ist auch gut angekommen, ne? Blutsbrüder ist nicht aus meiner Feder. Nee, komm. Aber nicht. Macht nichts. War schon beim okay. Wahrscheinlich nicht. Achso, so denn, ja, so in den 70er Jahren im Prinzip haben sie viele literarische Romane verfilmt. Ja. Und dann hatten sie die Gelegenheit, nach München zu gehen und nach Westen zu gehen. Ja. Und es war, ja, Entschuldigung, ich will Sie gleich unterbrechen, hoffentlich mache ich es nicht falsch. Es war schon ein Weggang. Es wurden immer wieder Filme verboten, auch Manuskripte verboten und Bücher verboten. Auch ein Roman von mir wurde nicht veröffentlicht, schon, aber nicht gewürdigt. Und es begann irgendeine Ära, die ich nicht beschreiben kann, die mir aber enorm in den Rücken fiel. Nicht nur mir, sondern anderen auch. Und so habe ich dann gesagt, als die Martha Feuchtwanger, ich werde das natürlich nicht vergessen, plötzlich kriegt man einen Telefonanruf, ich will mal von zwei Telefonanrufen reden, plötzlich habe ich am Telefon in meinem Großklinike, also Ostzone, wenn Sie wollen, habe ich die Lilli Palmer am Telefon. Ne? Und sagt, Egon, Sie haben einen Film gedreht, der heißt Der Dritte, ich habe ihn gesehen und Walter Scheel auch. Und so. Ich sage es so, wie es ist. Ich möchte mich hiermit bewerben, wörtlich von Lilli Palmer, bei meinem Leben wörtlich. Ich möchte mich hiermit bewerben, ich möchte die Dame in ihrem neuen, also praktisch die Goethe-Rolle, nicht die Goethe-Rolle haben, sondern der Lieblingsmensch für Goethe, das möchte ich verkörpern. Und ich sagte, ja, mein Gott, ja, Lotte ist so und so alt. Der Palmer sagte, ich bin ein paar Jahre jünger. Und es war also wie, sie hat mir auch klar gemacht, sie kann es. Sie hat mir auch klar gemacht, sie muss es machen. Und dafür hatte ich immer ein gewisses Gespür. Und dann bin ich zu den Leuten gegangen, die das befürworten mussten, zu Herrn Hager. Und der Film wurde natürlich, was wollen Sie machen, die Palmer Interview? Ja, nein, das geht doch gar nicht. Und dann eine Woche später oder vier Wochen später, ja gut, nein, die Palmer ist jüdisch. Und ich dachte, was da alles zur Sprache kam. Und ist auch keine, die auf die DDR schimpft. Also ein bisschen, nicht ganz so primitiv hat er das gesagt. Wir wollen mal sehen. Und plötzlich ruft die Palmer an und sagt, ich habe freie Bahn. Ich besuche sie in Großklinik bei Berlin. Und so kam das zustande. Und ich hatte zum Ärger anderer großartiger DDR-Schauspielerinnen sie vor den Kopf gestoßen und ihre Freundschaft aufs Spiel gesetzt, ne? Weil ich die Palmer anbrachte. Und sie war natürlich ein großer Gewinn. Sie war großartig. Ne? Sie war ein großer Star gewesen. Ja, ja. Und hat in der DDR gespielt. Und das war ein größeres Wagnis, als sie vielleicht wusste. Am Ende gab es irgendeinen Riesenkrach, ich weiß es nicht warum. Sie hat sich gegen irgendetwas gewehrt oder hat es sich verboten. Ne? Und so ist sie im Zorne entflohen. Es war eine große Zeit. So, wie würden Sie denn sagen, wie waren das Filmemachen dann im Westen im Vergleich zum Osten, weil Sie dann auch dort gearbeitet haben? Ja, nein, ich hatte das Glück, dass wie gesagt, Martha mir einen riesen Drei- oder Siebenteiler zuschanzte. Also ich hatte den Übergang von größerer Zustimmung gehabt und habe in München, das war ja München meine neue Filmstadt, die glich den Methoden und den, was man machte von Babelsberg, einem Haar aufs andere, waren es späte Brüder der früheren Filmerei. Ne? Also einfach das
weiterspukender Ufer ging sowohl auf Palmer zurück, hat Palmer befallen, aber auch andere Filme, die ich machte, sodass die Ufertradition das eigentlich das einzige war, Mittel. Und das hat mich dann von irgendeinem Punkt ab, um gleich zum Punkt zu kommen, so wahnsinnig gestört, dass ich eigentlich mir sagte, du machst eigentlich Uferfilme, um Himmels Willen, das kannst du nicht tun. Und habe dann eben durch lange, lange Machenschaften und auch durch Liebenswürdigkeit der oberen Herrschaft der DDR, muss ich ganz nicht anders sagen, denn wurde gesagt, okay, du möchtest den Feuchtwanger, der sowieso einer ihrer Autoren war, ne? Du möchtest den Feuchtwanger machen, geh, dann geh. So bin ich also nicht geflohen, sondern mit einem Ostpass nach Westen gegangen. Und bei der Bavaria bekam ich sofort einen Westpass. Inzwischen hatte ich also zwei Pässe. Und wenn ich nach Hause fuhr, musste ich immer aufpassen, dass ich nicht den falschen Pass vorzeige beim Grenzübertritt. Wahnsinnig, was das alles war. Ne? So lief das. Und Sie wollten also, Sie hatten keine Probleme, nein, hin und her zu fahren? Nein, nein, nein. Nein, ich kann das nicht anders sagen. Es gab auch andere, ich will die Namen nicht, Heiner Müller zum Beispiel oder andere auch, gab es schon. Aber ich gehörte zu diesen Ausgelosten oder Auserwählten. Und so. Ich hatte kein Problem. Und ich hatte eben immer wieder im Rücken die letzte Gewissheit, wenn du das aber mal im Westen nicht schaffst. Ich kann mich deutlich erinnern, dass ich am Anfang daran dachte, dann kannst du zurückgehen, weil der Filmminister, Herr Hoffmann, ich muss leider auch die Sachen so sagen, wie sie sind, mir sagte, du gehst jetzt in den Westen, wenn es schief geht, komm zurück. Und das ist, kann ich Ihnen gar nicht beschreiben, was das bedeutet. Ne? Es war wirklich eine extreme Ausnahme. Es war eine extreme Ausnahme und ich kann sie nicht erklären. Wenn zum Beispiel Wolfgang Biermann, der wurde ausgebürgert. Ich kann es nicht erklären. Ich bin aber einer, der dagegen die Biermann-Ausgrenzung getobt hat. Ne? Ja. Und sie haben es, ich weiß es nicht. Das war erstaunlich. Hat es Ihnen mehr Spaß gemacht, im Westen zu arbeiten? Es ist mehr Spaß insofern, als es eine weitere, größere Welt war. Ich konnte nach Paris fahren und nach Amerika habe ich mich nicht getraut. Aber ich konnte endlich in die Welt gehen, worunter wir ja gewissermaßen gelitten hatten eigentlich. Alle die Kollegen, die ich kenne, irgendwann mal in den Westen gehen, war ihr großes Ziel, ne? Und Sie waren auch von Ihrer Familie getrennt? Ich war von meiner Familie getrennt. Müssen wir das ausführen? Ich meine, nur Ihr Sohn musste im Osten wohnen und... Das ist eine, ich will es Ihnen in einer Kurzform erzählen. Der Umbruch kam, als Sie Thomas verhafteten mit 12, mit 14, 16 Jahren. 17 Jahren. Ihn verhafteten, wegen nichts. Er hat ein Brecht-Gedicht reduziert in der Aula, glaube ich. Ne? Und da buchten sie das Kind ein. Und da waren wir für mich natürlich Schluss. Absolut Schluss. Ne? Und Sie konnten Ihre Familie nicht mit nach dem Westen nehmen? Nein, ich hätte gekonnt, das weiß ich nicht genau. Ich hatte zugleich eben den ersten Feuchtwanger-Auftrag. Es ist sehr verworren und man denkt immer, die DDR war ungeheuer und doch, sie war hölzern und was, sie war unzuverlässig und alles, was sie wollen. Ich kann keinen guten Faden dran lassen. Aber sie hatten, irgendwo hatten sie einen Sitzen, der hat, weiß nicht, Freiheit gerufen oder ich weiß es nicht. Und der Genosse Hager, ich will es, habe ihn nicht so genannt, ich habe ihn immer Hager genannt, ein hoch, ein richtig gebildeter Mann, dem habe ich einen Brief geschrieben, als ich im Westen war und Thomas zu seiner Mutter fahren wollte, zu welchem Anlass, weiß ich nicht mehr, Geburtstag oder so. Und er natürlich nicht durfte. Und ich habe da dem Hager einen Brief geschrieben, lieber Herr Hager, also da Sie die Macht haben, ich habe die Macht richtig, also diese E hatte auf ihn geschoben, formuliert,
Und dass der Gedanke aufkommen konnte, ich käme nicht zurück, dass ich das mit allen Kräften zurückweise. Und ich möchte Thomas sehen. Ich möchte nach München fahren, weil er ist ein Kind und ich will mit ihm nach München zusammen mit meiner Mutter fahren. Und da schrieb mir der Hager, wenn ihr der Name was sagt, ist hinter seinem Begriff, schrieb so viele Zeilen zurück und sagte, Sie haben mir das gut genug erklärt und ich weiß, dass Sie zurückkommen. Gute Reise. Und das hat es eben gegeben und ich kann es Ihnen nicht erklären. Dann kam da in München an, ich bin vorausgereist, war da plötzlich in München, der kleine Häftling. Ist ja Und gefährlich gewesen. ja, und. Maybe we can explore that more with Thomas, because I think that is interesting. Ja, Ihre Beziehung zu Thomas, I mean, Bitte was? wie war so Ihre Beziehung zu Thomas in den 80er Jahren, weil Sie Ja, plötzlich viel Arbeit hatten? es war mein lieber Sohn und er ist gescheit und ich war stolz auf ihn, das ist gar keine Frage. Er war auch, sagen wir mal, über den Bildungsstand hinaus, sodass die Gefahr wuchs, dass er etwas sagt, was falsch ist. Und das Verbrechen, das er begangen hat, ist also dieses Lied, das konnte ich also nicht anerkennen. Und ich habe ja auch vorher, da hatte ich schon von seiner Mutter getrennt gelebt, habe ihn aber immer in Ferien besucht und es war mein liebes Kind. Und es hat sich eigentlich dann danach verstärkt. So, nun kam die Mauer runter, 9. November 1989. Was war nun Ihr erster Gedanke? Was ist jetzt Ich so? war natürlich in München, weil ich hatte dort meinen Pass auch. Der erste Gedanke war, mein Volvo voll tanken und nach Berlin fahren. Ne? Bin ich da mit diesem riesen weißen Volvo da nach Berlin gefahren und da hatten die da schon, waren schon die Gespräche eingedickst und ich habe da nicht geredet und habe das richtig miterlebt. Ne? Und dann danach wieder zurück nach München und mit Westpolizisten, ne, dem man erst sagen musste, Junge, du hast nichts zu sagen. Ne? Ich fahre jetzt nach München, klar. Also ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Plötzlich hatte man ein bisschen Mut, den man eigentlich nur hat, wenn die Gefahr nicht da ist. Und die war natürlich nicht mehr da. Ne? Und so hat sich das eingedingst. Sind Sie 12 Jahre dann? München, 12 Jahre München. Bei der Bavaria, wie gesagt, eine Art zu filmen und zu tun, ähnlich der UFA, ähnlich der DEFA auch. Ne? Und die nahmen mich nicht mit offenen Armen auf, das glaube ich aber auch, dort waren so viele arbeitslos. Die Kollegen haben mich nicht gemocht. Nur wenige, Vandenberg, ein großer Freund von mir, Warum nicht? holländischer Warum? Kameramann. Nein, weil der sagte mir, nein, sie kennen dich nicht lieben, weil du ihnen die Filme wegnimmst. Ne? Ist was dran? Ich weiß es nicht genau. Das war dann auch lange Zeit. Ich war 12 Jahre weg, genau 12 Jahre weg und wollte nach Hause. Dann hab immer noch den Volvo gehabt, beladen und zurückgefahren. Sind Sie wieder nach Berlin gezogen? Ja, gleich nach Berlin. Und Sie haben also während der Wendezeit auch wieder Filme gemacht? Einen. Einen. Ich rede sehr ungern darüber, aber sagen wir mal, die in Westdeutschland sehr, sehr aufgewachsenen und gebildeten Leute, die ich nicht alle, aber sehr, sehr viele doch schätze und achte, hatten inzwischen das ganze Filmhandwerk doch an sich gerissen. Ne? Und außer Kohlhaase, den ich nur überhaupt nicht mag, ist kaum ein Ostregisseur, auch heute noch im Spiel, ne? Soweit ich das sehe. Ja, man hat dann immer viele Sachen gehört, Ja. dass im Prinzip die ganzen Fernsehstationen und solche Sachen übernommen wurden von den Ja, auch. Westdeutschen. Na, das Ja. stimmt aber. Das ist ja reine Wahrheit, ne? Und die haben ein anderes Bier gekocht. Es tut mir leid. Und ich war nicht reich genug, eine Filmgesellschaft selber aufzustellen und hätte es vielleicht auch nicht gewollt. Und das bröckelte dann ab. So es gab auch, man darf nicht vergessen, die DEFA, sagen wir mal, es waren 14, 15, 8, vielleicht 18 Regisseure, die unter dem Ruf weiterlebten, sie hätten enorm untereinander zusammengehalten. Das Gegenteil ist wirklich wahr. Ne? Es gab absolut
keine Hilfe von anderen. Und im Gegenteil, wieso macht er jetzt den letzten Film der DEFA mit dem Rolf Ludwig? Es gab keinen Halt mehr. Ich will nicht die Menschheit beschimpfen. Der Halt war auch bei der DEFA nicht hoch. Der war auch davon abhängig, wie gut man war und welche Freunde man hatte. Ich war mit dem Conny Wolf sehr befreundet und habe das nie ausgenutzt. Und das war alles so. Und dann, ich habe das auch als etwas angesehen, das das zum Zusammenhalt aufruft. Ne? Es war nicht der Fall. Es ist stob auseinander. Ne? Und es gab plötzlich keine DEFA mehr und keine Leute, die für ein bestimmtes Kino stehen, das eben nicht UFA war, nicht DEFA war. Wenn Sie mir erlauben, ich bitte, ich sage es mit aller Vorsicht, so wie meine Filme gewesen sind, die nie der geraden Schnur entlang getanzt sind, sondern immer etwas wagen, immer halb am Verbot stehen. Ne? Also immer halb erschlagen und dann wird sie, wie Ursula, einen Film, den ich mit der Schweiz machte, und es war eine Gottfried-Keller-Novelle und die spielte in der tiefsten Dunkelheit der Menschheit, des 30-jährigen Krieges und das, was danach kam. Und eine Keller-Novelle, Ursula, hat die Wiedertäufer als Thema gehabt. Und die haben sich nackig ausgezogen, die haben auch gefickt und haben Leute verdorben und grauenhaft und Fleisch gefressen, was sie sagen. Es war außer Rand und Band. Und ich lese die Novelle und denke, es hat der Gottfrieden geschrieben. Ne? Und hat er manchmal auch vorsichtig gesagt. Mein Schimpfwort hat er nicht benutzt. Aber ich dachte, okay, den Film mache ich. Und zeige mal, wie sie Unzucht treiben und alle diese Dinge. Und wie sie am Ende wieder erleuchtet von Gott in die Welt gehen. Ne? Und das haben die Schweizer natürlich, die haben das aufgeführt an einem Feiertag, an einem Feiertag, wo sie glauben, sie können eine Verfilmung von mir ertragen. Ne? Und da hatten die guten Schweizer hatten diese Keller-Novelle auch nicht gelesen. Ich schwöre es, sonst hätten sie vorher Einspruch erhalten. Also der Film, den sie bekommen haben, steht schon im Buch. Und sie haben ihn verteufelt und haben mich also zum Teufel geschickt. Ne? Sehr richtig, hatten ihr recht. Inzwischen lief der Film wieder, längst. Und Leute, die also von damals noch und die im vollbesetzten Haus, sagen, mein Gott, warum wurde das verboten? Ne? Das ist ein Film voller Farbe, voller Lust, voller Liebe, voll Trauer. Einer sagte, Chef, Ich will sie nicht loben, aber das hat der Meister gemacht. Und da ist man natürlich schon stolz. Ne? Ja. So war das etwa. So, wie sehen Sie nun die 90er Jahre und das Filmemachen jetzt heutzutage in Deutschland? Gar nicht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist die UFA, die TEFA, die sich nicht von der UFA gelöst hat und das, was jetzt an Filmen läuft, immer wieder mit Ausnahmen auch durchaus durchsetzt, ist ein Handwerk oder ein Unterhaltungs- und Institut. Ne? Und tut mir leid, ich könnte das, will es nicht. Es ist auch die Trauer. Es ist nicht so, dass ich nicht könnte. So, ich habe aber Momente, die kenne ich schon, die einen wahnsinnig zurückstufen, weil man sich sagt, man hätte es ein bisschen anders machen. Ne? Härter oder weißt du was? Ich weiß es nicht. Wie das, was im Moment geschieht, ist ein Nachfahre der UFA eleganter gemacht, amerikanisiert, aber nicht gekonnt. Man kann amerikanisches Kino nicht nachahmen, es geht nicht. Ich bin ein absoluter Verfechter des amerikanischen Kinos. Nicht des Ganzen, aber viel schon. Aber irgendwie habe ich da nicht die Kraft verloren, aber die Lust schon. Und ich hatte das Geld nicht. Früher wurde das bezahlt. Ne? Und die haben alle Filmgesellschaften haben für ihre Regisseure und einfach belohnt, sodass sie den Film drehen konnten. Jetzt müsste ich das aus eigener Kraft machen und ich kann es nicht. Ich habe das Geld nicht. Und ich werde älter.
Und ich kann sie in die Schnauze hauen, weil sie mich nicht lassen. Ne? Das dürfen sie nur keinem weitersagen. Das ist, warum? Darum. Nicht verbittert, nicht. Ich bin glücklich, einen Film zu sehen, der wirklich einer ist. Ne? So, an welche Momente denken Sie zurück, wo Sie heute sagen, okay, das Mensch, das war eine gute Zeit. Und dann, nur mal ein Beispiel, was denken Sie? Erziehung von Verdun schon. Ein großes Menschheitskino. Ne? Erziehung von Verdun und solche Leute wie eben, wie mein letzter Film, wie hieß er gleich? Mit Rolf Ludwig? Stein. Also. War nicht der letzte Film. Nein, es war nicht, ja. Außerdem nicht der letzte. Nein, Stein mit einem großen Schauspieler und mit einem ganz kleinen Budget, was ich nach der Wende drehen konnte. Und das Echo war großartig. Aber es fehlten einfach die Leute, die früher mich bejubelt haben. Und die waren abgewandert in andere Lustbarkeiten und wollten ein anderes Kino haben. Ist ihr gutes Recht. Kino ist eine schwer verderbliche Ware, ne? Und so habe ich es, ist es mir nicht gelungen, wieder so viel Geld zu kriegen, dass ich einen Film anfangen kann. Ich hatte immer die Geldanfänge, sie reichten nicht. Ich kann keine Schulden machen oder sowas. Ich kann nicht die Katze im Sack verfilmen und dann habe ich keinen Groschen. Das geht nicht. Ich weiß die Gründe, warum ich längere Zeit nicht drehe, nicht. Ich entbehre es aber und gebe es hiermit bekannt. Ne? Ganz hart. Filme machen ist etwas Teuflisches, weil es das ganze Leben anfasst. Man macht nicht einen Film über irgendein Thema, sondern es hat immer damit zu tun, wie ich das Leben beherrsche, wie treu ich bin, wie ehrlich ich bin. Alle diese Dinge. Ne? Nehmen Sie den Film von Clint Eastwood, wo ich immer in Tränen überströmt herausgehe. Was für ein Mann. Ne? Und das kriege ich nicht mehr in die Hand. Das Ostdeutschland hieß es mal, ich wiederhole es nicht, sieht ja absolut so aus wie Westdeutschland, immer aussah. Ne? Das ist ja ein kleines Westdeutschland geworden, geht aber bis zur Oder jetzt und sowas. Ne? Das ist irgendwie, sind das Dinge, die mich schon verwirren und auch sagen wir nicht Ich kann es nicht gutieren. Ich kann die Filme nicht sehen. Ne? Und die Verlogenheit. Und die falschen Schauspieler. Nicht alle, wohlgemerkt. Es gibt großartige. Ich habe also bis vor 2-3 Jahren Filme gedreht. Mit Leuten, die alle aus dem Westen waren. Großartige Leute. Und wenn ich so sehe, was sie heute tun, kann ich auch sagen, sie haben auch nicht die große Kurve genommen und nehmen können. Es ist ein schwieriges Spiel. Käme in der größten Filmstadt der Welt, ja. Los Angeles. Ja. Ich kann in dieser Stadt eher, sagen wir mal, 10 Jahre rumgehen. Sie würden mich nicht nehmen, auch wenn ich 18 wäre. Es sind Amerikaner und es ist etwas, ich finde, dass amerikanisches Kino unglaublich eigenständig ist. Ich gehe mit dem allergrößten Vergnügen da rein. Vor allen Dingen von solchen Leuten, wie ich nannte. Die beiden Japan-Filme von Eastwood, die waren völlig erschlagen. Und sehe, dass es ein aufrechter Mann ist. Ein aufrechter Kumpel. Ein Kriegskamerad, oder wie sie wollen. Habe ihn nicht kennengelernt, was ich sehr bereue, bedauere. Sodass das Nicht-Filmen nicht mehr so schmerzt. Es tut nicht mehr so weh. Es tut weh. Aber Ende. Und was haben Sie nun gedacht, als Sie hier ankamen? Sie haben gelernt, dass es hier ein Wendemuseum gibt in Los Angeles. Das hat mich schon verblüfft. Und es ist auch ganz liebenswürdig. Und ich kann alle, die da stehen, die Plakate nicht leiden. Das ist, weil sie sind in Ostdeutschland gemacht worden und diese Art und Weise hat mich schon immer gestört. Ne? Und es ist ganz liebenswert, das ist nicht das Problem der Amerikaner, sondern das ist ja richtig und das ist für mich also Volksverdummung, ne? und Volksbetrug.
junge Leute reinzulegen, dass sie tapfer wären sollen und sowas. Ne? Nein, ich finde der Freimut des amerikanischen Kinos ist erquickend, wunderschön, wunderbar. Und es gab immer die anderen Filme auch. Ne? Und ich konnte Erziehung von Verdun drehen und den dritten drehen und alles und den letzten Film haben sie wieder verboten. Ein Film, ein Liebespaar geht nach Polen, weil die Polen ein bisschen offener sind und nicht so dramatisch wie wir damals waren. Und es dauert nicht lange und das Mädchen fällt unter ein Auto und ist tot. Und was geschieht jetzt mit dem Jungen, der weiterleben muss? Und was ist mit dem Mädchen? Wo ist sie? Ich habe sie aufgestöbert, bis die Leute, die Polen liebenswürdigerweise mich sogar in den Todkeller ließen. Wie sehen die aus? Und so ein Film, der natürlich verboten wurde, der am 24. Dezember, ich lade Sie alle herzlich ein, in Krakow, in Breslau, wie heißt Breslau? In Wroclaw eröffne ich das Filmfestival in Wroclaw mit meinem Film, der vor Jahren abgesägt worden ist. Ne? Und die Polen sagen, nein, wir müssen diesen Film haben. Ne? Schön. Nein, ich verbreite zu viel Optimismus im Moment, habe ich das Gefühl. Was auch gut ist. Nein, das ist nie gut, glaube ich. Es ist schön, dass Sie zugehört haben. Es bleibt so. Filme machen ist wie die Probe auf Exempel, ob jemand ehrlich ist, ob er Mut hat, ob er geradlinig denken kann, ob er seinen Nächsten schützt. Das ist Kino. Wer das nicht kann, lieber nicht. Well, maybe should I ask a few things first, and then we can go back to that. Yeah. Mm-hmm. Because I think that's stuff that you probably do need to get, but it would be a nice segue at the end to talk about the museum and stuff. Do you mind if you translate for me? I can translate, yeah. Mm-hmm. No problem. Ich übersetze für ihn, ja. Gerne, ja. Danke, Hilfe. Das ist meine Übersetzung. We went out last night. We discussed a little bit about. Seid gestern Abend ausgegangen? Ne? Seid gestern Abend zusammen ausgegangen? Ja. Mm-hmm. Yeah, and we discussed this theme of censorship. Mm-hmm. Ich habe die Thematik der Zensur besprochen gestern Abend. Ne? And it's a little complicated, it seems, and quite interesting because it gives insight into the mentality of the SAD. For instance. He was telling me about his book that he wrote and how they censored it and how they even tore a page out of it. So I wonder if you can tell us a bit more about the book. Will Sie fragen ein bisschen, was mit der ganzen Zensur war damals in der ehemaligen DDR und dass sogar aus Ihrem Buch eine Seite rausgerissen wurde. Können Sie ein bisschen mehr darüber sagen? Ja. Sie war schmerzhaft. Sie war auch nicht immer spürbar, die Zensur. Die ist auch Umwege gegangen. Also man hat ein Drehbuch geschrieben und hat es also erstmal abgelehnt bekommen, aber dann wurden Änderungen gemacht. Es waren die Möglichkeiten, wenn ein Drehbuch abgeliefert wurde, es trotzdem noch zu drehen war, es zu verändern. Und für mich war für jede Veränderung also Gold wert. Ich habe nie eine Veränderung gescheut. So habe ich also vielleicht die sagen wir mal so, es gab auch Leute, die ein Filmdrehbuch geschrieben und es wurde ihnen abgelehnt. Und sie haben es nicht vertragen. Sie haben sich umgebracht oder sowas. Und haben nicht kapiert, dass also ein Drehbuch ein Werk ist zwischen vielen Leuten. Und viele sind dagegen. Und das allergrößte Schlimme ist, dass es irgendeiner bezahlt, ganz teuer bezahlt. Und du gibst dein läppisches Honorar dazu, das ist alles. Also ein Film ist eine Sache, wo immer der Außenstehende reich ist und Geld hat. Kann auch ein Staat sein. Ne? Und das muss man ertragen.
Und das muss man auch unterlaufen. Wie kann ich Ihnen nicht sagen? Ne? Und mir ist es eben ein paar Mal gelungen, das richtig zu unterlaufen, sodass Kritik ins Leere lief. Richtig ins Leere lief. Ne? Und dass das dann auch Leute waren, die diese Kritik ausgesprochen hatten und durchsetzen wollten, die eigentlich dann sagten, Mensch, irgendwie hast du ja doch recht, ne? Und sowas. Ne? Und solche Momente habe ich immer erlaubt und kann heute noch immer wieder sagen, alles, was Zensur ist, ist einfach des Teufels. Ne? Und manchmal hast du das Pech, dass das von Leuten gehandhabt wird, die einfach nicht nachgeben. Ne? Wo man also auch aufgeben muss. Aber im Film aufgeben bedeutet auch, dass man wieder einen neuen Film machen kann. Jedenfalls so war es bei den wie DEFA oder eben auch in Russland oder sowas. Das Geld kam, ne? Die Trauer wurde gebändigt. Das ist, und in dieser schwierigen Art zwischen Verbot und Erlauben und wieder verboten und wieder erlauben, kann irgendwann geht die Waage irgendwie runter. Oder sie geht drauf. Ne? So ist das etwa. Und wer das nicht durchhält, sollte das die Hand davon lassen. Ne? Und es gibt keine Filmgesellschaft, das schwöre ich Ihnen, obwohl ich natürlich nicht alle kenne. Es gibt keine Filmgesellschaft, die im Prinzip anders verhält, sich anders verhält. Gibt es nicht. Bis auf ein paar Leute, die also das Geld selber haben. Ne? Und Aber ich will mal mir den großen Satz wagen, wer Kritik nicht aushält oder Tadel, ist falsch im Film. Du kannst auch auf solche Dinge rechnen, dass ein Film abgelehnt wird und er wird richtig abgelehnt und du schreibst ihn um und inzwischen hat der das abgelehnt hat, längst seine Meinung geändert, wenn du Glück hast. Kriegt das umgeschriebene Drehbuch und sagt, jetzt ist es natürlich großartig. Ne? Dabei ist es eigentlich dasselbe, nur mit dem, ist vielleicht im Gesicht ein bisschen anders. Es ist ein nicht zu ratendes Milieu und der Beruf ist mörderisch. Irgendjemand hat mal gesagt, ich war einer der Vorfahren des Filmtheaters. Das ist nicht wichtig. Nein, er meinte nur, es ist so wie eine Holzfuhr buxieren, die fährt irgendwie. Niemand wusste es recht. Und die großen Leute, die Filmmacher, die das Geld hatten, haben sich, wenn sie klug waren, Regisseuren anvertraut. Und Regisseure, wenn sie klug waren, haben den Mann nicht gereizt oder sowas. Oder unterlaufen. Oder gar hingestellt, er ist ein bisschen blöd und sie sind gescheit. Alle diese Fehler, die niemand zugibt, wenn er sie gemacht hat, gehören zum Filmhandwerk. Und plötzlich gibt es Leute, die sich autark gemacht haben. Und das ist die große Hoffnung. Da bin ich ganz sicher. Seit dem 30er Jahren hat es das nicht gegeben. Ich meine, die Filme, die heute gemacht werden von teuren Leuten, die werden schon nicht immer das Geld haben, aber sie kriegen es eben. Und vertun es nicht. Es ist letzten Endes nicht richtig erklärbar. Es gibt den gescheiten Film, es gibt den dummen Film, es gibt auch den stummen Film. Es ist eine Frage des... Irgendwas geschieht in der Luft oder im Herzen und sowas und plötzlich andere, das ist gut. Und es gibt leider keine Berechtigung dafür, das zu sagen. So ist das Werk. Wie soll das anders sein? Und es gelingt bei einigen schon, bei den meisten nicht. Zweites Ende. I have two more questions. Mm-hmm. But on that same note, I'm interested in, from the historical perspective, the theme of this censorship that he's speaking about is interesting because it seems strange to, I think, an American ear, or it would be, that it seems there's either a censorship society or not. But in this case, it seems like it's interesting because there's this big gray zone. He produces films that they then censor, mm-hmm. But they allow him to produce more films that they censor. He writes a book mm-hmm. that they censor, and all along the way, they allow it even to go so far as being produced, mm-hmm. and then censor it.
You know, I think that would surprise a lot of people. Ja, was fragt, ist von der historischen Perspektive, von der Zensorenperspektive, damals, die Filme wurden zensiert. Und zum Beispiel, sie durften den Film sogar noch schreiben und produzieren, aber dann wurde er nicht gezeigt, nicht erlaubt. Nicht immer. Aber er hat gesagt, wie kann es denn so weit kommen, dass es noch produziert wird? Für ein amerikanisches Denken ist das ein bisschen schwer. Ja, das ist auch schwer. Vielleicht sind die Zensoren auch unsicher gewesen. Und sie müssen das dann irgendwann mal darstellen als absolut ihre Meinung. Das sind sie aber gar nicht. Das ist aber sie kriegen es nie richtig raus. Es ist immer bei jedem Film eigentlich anders. Es gibt kein, wie macht man Kino? Deshalb sind auch das, was ich erkläre und mich, weiß Gott, schäme, weil ich es selber nicht richtig darstellen kann. Es ist ein Werk, das 99% fatal ist und 1% richtig. Es gibt ja auch dann die ganz allermutigsten Menschen, die mit 5 Mark, 5 Euro oder irgend sowas einen Film machen, weiß Gott wie. Und wie diese beiden Franzosen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, kann sich erinnern an die beiden, die immer einen Film nach dem anderen machen. Die hatten nie Geld und haben mit dem nie Geld Filme gedreht. Ne? Das heißt, die Machenschaften sind so kompliziert bei dieser schwierigen Lage, die ich jetzt zu beschreiben versuche. Das ist wie mal beugen, dann wieder mal bezahlen, dann wieder nicht, dann nochmal, dann kriegt man was geschenkt. Das ist, wie hießen denn bloß die beiden Franzosen, die wirklich das der Prototyp des Machers waren. Die immer ein, na gut. Nein, aber im Versuche, es zu erklären, scheitert man, glaube ich. Sie müssen ein Drehbuch schreiben können und könnte ich nicht mal erklären, wie das geht. Ne? Und habe viele Drehbücher geschrieben. So, im Prinzip war man sich vorher noch nicht im Klaren, ob der Film dann wirklich zensiert wird oder nicht. Und dann, wenn jemand von sowieso, den Funktionären sagt, sowieso, okay. Sowieso. Und diese sogenannten Funktionären, die ja was ja eine Chimäre ist, es gibt ihn ja nicht eigentlich. Aber die changieren ja auch. Ne? Der eine, dann wird wieder mal einer entlassen. Warum kriegen sie nie gesagt? Wird einer rausgefeuert oder nicht? Ein besserer, scheinbar besserer eingesetzt. Das ist alles das ist aber nicht nur in der DDR so gewesen, sondern im Filmhandwerk überhaupt. Ne? Es ist die unsicherste Geschichte, die es gibt. Es kann nicht anders sein, vielleicht. Wie viele Filme wurden im Jahr? 17, 15, 17. Can I ask a few questions about the last general area? Mm-hmm. Ich habe Interesse an diese Nachkriegszeit von dieser Perspektive. Und nach Ihrer Erfahrung und so weiter. Ja. Es gibt eine typische Idee von dieser Zeit, die DDR war so und so und so, und das war nicht genauso. Like basically, there's a now. What does he think about the picture of the GDR now? Ja, was denken Sie von dem Bild der DDR jetzt? And how is it perceived? Wie wird es jetzt angenommen? Keine Ahnung. Nein, das ist eine Fiktion. Es ist auch, DDR war insofern kompliziert, als die Funktionäre ja auch immer wieder schnell wechselten. Und man hat sehr aufgepasst, wenn ein Wechsel kam, oh Gott, wer ist denn jetzt dran gekommen? Wer erlaubt jetzt Filme zu drehen? Und plötzlich war ein anderer dran. Das war ein Terrain, was schlitterte, was war nicht fest. Ne? Wenn man eine Definition der Unsicherheit in Berufen darstellen kann, gehört Film dazu. Taucher. Wahrsager. Because I think it's interesting that he's a good person to speak on this, because he was censored, mm-hmm. His son was in prison, and yet he still doesn't see it in black and white terms.
why does he think, I wonder why he thinks it is seen that way. Sie wurden zensiert, ihr Sohn war im Gefängnis und sie sehen es trotzdem nicht so schwarz-weiß. Sie sind doch anders, denkt er. Auch die Zensur war sich nicht schlüssig. Das ist das ganz Gefährliche und ganz schwer zu begreifende ist, dass die Zensur an sich nicht existierte. Es gab 6, 7 oder mehr Zensoren. Dann gab es wieder mal 3, dann mal 20. Das wechselte, weil keiner wusste, wie das geht. Und sie haben auch, die reine Wahrheit ist, ich bitte mir das zu glauben, es klingt wahnsinnig überheblich, ich habe einige solche Leute, die Zensur ausübten, dermaßen verschreckt. Also sie kamen einfach nicht wieder. Ne? Und dann erinnere ich mich an große Vakuen, heißt wohl, wo alles ruhig war. Es gab keinen Ärger und nicht. Und plötzlich entschieden irgendwo Filme. Ne? Also es ist eine Definition dieses Zustandes eigentlich nicht möglich. Weil schon, wenn Sie sich das überlegen, Sie haben wirklich jetzt mal 7 gescheite Leute erwischt. Die müssen aber, die dürfen nicht nur anständig sein, sondern die müssen durchtrieben sein. Denn was sollen sie denn tun? Sie sollen Filme verbieten. Und da ist doch schon alles, hat keinen Boden mehr. Ne? Und in manches Mal, ich erinnere mich noch an dass Leute, die Macht hatten, politische Macht, über Nacht verschwanden. Plötzlich, du, da ist gefallen und sowas. Also war plötzlich wieder alles andere. Und diese vakuösen Dinge, die Leute dann ausnutzen, sind eigentlich Resultate davon. Dann kommt wieder einer heran, der das verbietet. Aber ich vermute, dass diese Labilität und diese schreckliche Beschaffenheit der Unsicherheit und der Unklarheit in allen Filmen bestehen, auch hier, wenn sie gemacht werden. Es gibt den edlen Filmemacher nicht. Es gibt den edlen Ritter. Filmemacher sind Schurken. Müssen es sein. Nicht die alltäglichen Schurken, die den Leuten in die Tasche greifen, sondern die mit Mitteln arbeiten müssen, um irgendetwas auszutricksen, was nicht geht und was gar keine Chance hat. Ne? Und ich weiß, dass sie das nicht richtig kapieren können, weil das, was ich sage. Schwer. Das ist auch schwer. Weil man es selber manchmal nicht begriff. Ne? Nehmen Sie nur das praktische Beispiel. Ihn haben Sie eingelocht. Ich habe ein Jahr lang nicht gewusst, wo er ist. Und irgendwann gehe ich in die, ich weiß nicht, wie das war, ins Gefängnis, fahre mit meinem Auto durch die große Schiebetür und werde angeschrien, wo wollen Sie hin? Und sowas. Und ich sage noch, ich möchte Bücher zu meinem Sohn bringen. Und dann sagte der, na mal lieber nicht, wa? Und hat mich wieder rausgeschickt. Ne? Das ist, sagen wir mal, innerhalb einer Zensur, die es ernst nimmt, ein Riesenverrat. Ne? Aber bitte erklären Sie mir es. Film ist nicht anständig. Kann es nicht sein. Er ist zu teuer. Die Angst, dass Bessere dabei sind, schönere, hübschere Frauen. Die Palmer, die eine bildschöne Frau war und ihr Mann war ein riesengroßer Mensch, der irgendwann Deutsch gelernt hat. Egal. Palmer sagte, wenn du mir etwa so, wenn du mir eine Schauspielerin bringst, die sagt, sie hat eine Freundin, lache ich dich aus. Ne? Obwohl sie mit vielen eben auch freundschaftlicher Art umging, nie ihr Herz preisgab. Ne? Und wenn Film wirklich ein Filmer ist, gibt er sein Herz nicht preis. Und das kann ich Ihnen nicht erklären. Ne?
What about the reason why I asked, and perhaps this is a segue to the next component. I'm interested in how the history is perceived and why he thinks it's perceived that way, as a segue to talk about why he thinks then these issues are global enough. In other words, why should Americans be interested in this history? Ja, wohl wissen, das könnte man also jetzt weiter weitergehen. Warum sollten sich Amerikaner für diese Geschichte interessieren? Was ist Ihre Meinung dazu? Das, ja, warum sollten sie? Ende. Warum sollten sie? Viel, viel interessanter ist vielleicht die Frage, wieso interessieren sich Amerikaner für deutsches Kino? Für Kino so stark, nicht deutsches. Es bleibt, wir können ja froh sein, dass wir dieses Geheimnis nicht lösen. Es ist eine Magie. Es ist eine Filmwerkstatt. Es ist, wenn sie das einmal haben, wenn die Filmwerkstatt gebaut wird, wenn die Schauspieler auftreten. Ich habe immer gesagt, wenn Licht kommt, wenn ich Licht mache, ne, verändert sich die Welt und da ist was dran. Ne. Dann bin ich irgendjemand anderes. Und die Schauspieler auch. Und das ist nicht Verstellung. Das ist das Spiel auf eine ganz, ganz, ganz schwierig beschreibbare Art und Weise. Filmschauspieler. Den sie hinstellen können, dass solche Leute hat es gegeben. Den sie hinstellen können und sie sind glücklich. Ne? Und andere reden sich den Arsch ab und haben kein Echo. Ne? Das ist eine zauberische Kunstwerkstatt. Wer sie beherrscht, ist gut dran. I wonder if you think there's a reason why. I was reading a poll recently from the DEFA Film Library, and while East German film is not very popular in the former West, Japan and the United States watch more DEFA films than anywhere else in the world. I wonder why he thinks that might be. Er sagt, viele hat es gelesen in so einer Umfrage, dass die DEFA-Filme populärer sind in Amerika und in Japan als in den alten Bundesländern. Wie kommt das, dass die alten? Ja, ich merke es ja auch. Ich merke es ja auch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist in den DEFA-Filmen ein bisschen genug Dummheit angenommen. Ich will mich nochmal ranreden. Oder eben das schwer zu begreifbare, dass man Augenblicke des Glücks, das heißt der Wahrheit, kapiert. Ne? Bei japanischen Filmen also, kann ich mich beinahe nicht halten vor Freude. Ne? Aber das ist schon die Mythologie des Kinomachens und das ist schon schwierig. Nur wer sie nicht beherrscht oder nicht versucht zu beherrschen, wird keinen guten Film machen. Ne? Vermute ich es, ja.